Sabbat Bellini, 17. Dezember 2021. Wir sind in Ida Oberstein. Sabrina macht ihn gerade mal fertig. Er ist gerade erst angekommen. Er hat doch, warte. Da ist das Siegel noch drauf. Das ist genial. Der ist gerade erst gekommen. Es ist noch niemals ein Kennzeichenhalter hinten drauf von euch, von AMC Schmidt. Und jetzt sag mal, das ist jetzt das berühmte Tabatsiegel. Mach mal weg. So. Das ist wie beim iPhone praktisch. Jetzt haben wir verloren. Jetzt ist er dir. Das Siegel bedeutet, ihr übernehmt ja die Fahrzeuge. So, das heißt, ihr nehmt die ab und solange das Siegel so ungebrochen ist, könnt ihr sicher sein, dass noch alles drin ist, was drinnen sein sollte, oder? Jawohl, so ist es. Hallo Sabrina. Hallo Sven. Ich zeig das mal gerade. Ihr fahrt hier also hier auf dem Hof mit dem Traktor hin und her. Das ist jetzt eine Premiere Bellini 2022. Hier ist nichts mehr so, wie es war, oder? Hier ist nichts mehr so, wie es war. Das lasst euch jetzt überraschen davon. Und das hier ist noch die Profi-Ausstattung. Bedeutet, ihr habt die modifiziert. Da ist zum Beispiel das Blech außen ist stärker. Du hast hier vorne Riffelblech vorne. Die Traglast ist erhöht worden wahrscheinlich? Die Traglast ist dementsprechend ab den 2 Tonnen, was man eigentlich sagt, bei dem Tandemachser ganz normal. Ja, alles ab 2 Tonnen ist meistens Tandem. So, hier vorne siehst du, da ist Riffelblech. Wenn du mal kurz den Gaskasten mal aufmachst, dann sieht man den Unterschied. Aber nicht nur der Gaskasten ist anders, sondern ihr habt auch eine Modifikation an der Stütze vorgenommen. Genau, das Stützrad in der Mitte. Das Stützrad ist in der Mitte. Das ist die Profi-Ausführung. Bedeutet, das ist gedacht, 365 Tage rund um die Uhr bewohnt zu werden, oder? Korrekt. Das ist unsere Profiklasse, die das auch macht. Ich würde das eigentlich ungern dir präsentieren. Stellt euch das Fahrzeug weiß vor und nicht so, wie es jetzt aussieht. Oh. Achso, du meinst, weil es jetzt ein bisschen dreckig ist. Also es kam, ihr verkauft im Moment am Tag zwischen 7 und 8 Fahrzeuge werden ausgeliefert. Das ist so, gerade eben ist wieder einer vom Hof gerollt. Die kommen rein und gehen raus. Das bedeutet aber wahrscheinlich nicht 365 Tage, oder? Nee, nicht 365 Tage, aber wir versuchen immer 365 Tage zu verkaufen und dementsprechend auch auszuliefern. Und du hast ja eben gesehen, wir hatten ja Glück. Das, was du gerade erwähnt hattest, war gerade ein Puccini 620, den wir da noch filmen konnten. Alles andere ist weg. Weg. Die kommen also rein und raus. Heute haben wir uns insgesamt um die 10 Fahrzeuge vorgenommen, dass wir die mal filmen sollen. Alles 2022er, alle ganz besonders. Das hier ist eine Special Edition. Fängt an mit den Rädern. Die Räder sind dreckig. Ach Gottes Willen. Ja gut, Fahrzeug geht in die Geschichte ein. Nein, geht nicht. Man muss sagen, die Alternative wäre gewesen, wir hätten ihn heute nicht gefilmt. Ja. Und wir müssen ihn zeigen. Er hat 17 Zoll Felgen. Ja, 17 Zoll Felgen, genau. Das ist auch eine spezielle, ich nenne sie auch Sahara-Optik, die hier angewendet wurde. Sahara-Optik. Nein, der wird ja noch aufbereitet, muss aber man sagen. Aber sicher wird er aufbereitet, so geht er nicht an den Kunden raus. So, der kam jetzt gerade eben, ihr habt jeden Tag Fahrer, nicht nur einen, sondern mehrere Fahrer, die die Fahrzeuge vom Tabakwerk in? In Modkas Sintal bei Fulda. Abholen, ihr seid der größte Tabakhändler Europas für Doppelachser und seid auf der Messe, du hast ein eigenes Büro dort. Viele Leute haben dich eigentlich schon erkannt auf der Messe eigentlich. Oh ja, du hast mir am Anfang mal gesagt, wie wir angefangen haben mit dir. Am besten lässt du dir Autogrammkarten drucken. Also so langsam kommen wir in die Region. Das ist schon wichtig mit den Videos. Wir können also jetzt in der Pandemiezeit, jetzt ist es ja wahrscheinlich, dass die CMT sogar abgesagt werden könnte. Ihr seid ja nicht da. Also ich habe eine Pressemitteilung gesehen, die war so ein bisschen kryptisch. Das war noch nicht so ganz sicher. Ganz viele Hersteller haben sich beschlossen, dass sie nicht auf die CMT gehen. Umso wichtiger ist, dass wir alles mal filmen, oder? Korrekt, das ist wichtig. Wir haben ja auch schon viel die Möglichkeit angesprochen gehabt, dass wir dann wirklich die Fahrzeuge nur mit dir abdrehen konnten, wenn wir auf der Messe waren. Die Tandemachser sind meistens ja gar nicht da und diese Sorte Fahrzeuge, die wir jetzt heute hier bei uns auf dem Gelände drehen, sind wirklich unsere Profiklassen in der französischen Kategorie. So, Dach ist GFK? Jawohl. Dach ist GFK, hinten die Heckmaske, alles ist hier verstärkt. Profikategorie bedeutet zum Beispiel 2 verschiedene Beplankungen. Wir haben natürlich hier ein Hammerschlagblech. Das Thema Wärmeausdehnung hier, diese Fahrzeuge sind in Gegenden unterwegs, plus 40 Grad, minus 20. Das heißt, also du hast viel mehr Oberfläche beim Hammerschlagblech. Jawohl. Das ist korrekt. Das heißt, es kann sich viel, viel besser ausdehnen. Dann siehst du hier unten, also Thema Beplankung, wenn Leute sagen, aber das ist doch alt und so weiter. Die kennen sich nicht aus. Die meisten Profis, die haben nach wie vor Hammerschlagblech und es ist sehr leicht zu reinigen. Pflegeleicht zu reinigen. Man sieht nicht sämtliche Wellen, sage ich jetzt nochmal, und Wintertemperaturen dran, weil das
hilf mir schnell das Glattblech, sich auch dementsprechend den Temperaturen angleicht und dann auch Wölbungen zeigt. Und dann denken die Leute immer, oh, ich habe einen Fehler in der Karosserie. Nein, es arbeitet, es ist klar, es ist Holzunterbau. Sabrina, ich habe gehört, Tabat hat sich von der getrennten Tür verabschiedet. Jetzt sehe ich hier eine getrennte Tür. Profiklasse in diesem Modell gewünscht, die geteilte Tür tatsächlich, damit die Bettwäsche... Die gibt es offiziell nicht mehr. Die Bettwäsche, die modellabhängig, hier in dem Moment wirklich gewünscht und auch weiter gebaut. Du darfst deine Bettwäsche hier tatsächlich noch auslegen und der Hund oder das Kind darf auch noch hinten dran stehen. So, das war nämlich mal ein riesen Markenzeichen für Tabak-Wohnwagen. Irgendwann hat man sich dazu entschlossen, es nicht mehr zu bauen, aber hier geht das noch. Hier geht das noch, so. Okay, das heißt, ich habe also typisch meine Tür. Dann habe ich aber nur eine Verriegelung, muss ich sagen, und die Aufbautür ist nicht ganz so breit. Die haben, das siehst du jetzt dementsprechend, wenn man die wirklich vergleicht, die Videoaufnahmen, haben wir hier jetzt diese 60er und nicht die 70er Tür. So, komm, wir geben Gas. Wir müssen noch 7 Stück machen. Es ist schön kalt. Ich schätze mal, gefühlte, was haben wir, 5 Grad hier draußen? 5 Grad werden wir haben. Also ja, so mitten im Winter aussehen. Liefert ihr jeden Tag 7 Wohnwagen aus. Also es ist wirklich, viele wollen sie dieses Jahr noch haben, oder? Ja, das kam jetzt halt auch auf uns zu, so ein bisschen auf mein Team, der Stressfaktor, weil halt Lieferverzögerungen eingetreten sind und jeder noch für die Weihnachten eine rote Schleife an seinen Wohnwagen machen möchte. Ich kann die Leute ja verstehen. Boah, der ist auch schön. Also der ist richtig geil. Der ist so schön. Guck mal hier oben die Lichtanlage, da habt ihr es, ich sag mal, realisiert hier in diesem drin. Trotzdem hat er noch ein Heki. Ja, trotzdem hat er auch noch das Heki, klar. Das sollte mit integriert werden. Hat sich ein netter Mitarbeiter bei der Firma Tabat sehr, sehr schöne Gedanken gemacht und hat sich da für sein Leben verewigt. Dank auch unserer Kundschaft, also an diesen Herren, der sein Gesellenstück damit gemacht hat. Okay, das ist hier mit drin. Das ist nicht Serie, oder? Das ist beim Bellini ist es Serie und wir hatten eben den Puccini 650 Royal, sprich Profi, gefilmt. Da hatten wir dir nur ein Bild auf dem Handy gezeigt bei dem Herrn Schmidt. Das ist diese besagte Leuchte und die kommt und kann man zusätzlich bestellen, den Puccini Royal, von uns Profi genannt, also Profi von uns Royal genannt. Der hat dann genau diese Deckenleuchte drin, aber mit hellem Umrandung. Ich habe eine Sache jetzt nicht ganz gerafft, wenn ich jetzt hier drin bin, der Bellini. Der erscheint mir jetzt nicht minderwertiger wie der Puccini. Ist der jetzt nicht ganz so breit oder wo ist jetzt der Unterschied? Ist das eine andere Farbe hauptsächlich? Genau, du kennst dich ja in der Tabat-Reihe jetzt langsam etwas aus und wir haben ja immer dieses musikalische Beispiel. Haben wir jetzt halt in der französischen Reihenfolge, dass es da anfängt mit Bottesini, dann Bellini und dann Puccini. Und da gibt es auch einen französischen Cellini. Okay, verstehe. So, denn, aber nochmal zum Mitschreiben. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt zwingend der Bellini schlechter ist wie der Puccini, sondern das ist eine andere Möbelfarbe. Ich sehe, also hier habe ich zum Beispiel Hochglanz. Eben im Puccini hatte ich keinen Hochglanz mit drin. Das ist also eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist. Hast du richtig erkannt. Und wie gesagt, hier alte Profifahrzeuge, 640er Bellini Profi, 650 Puccini Profi. Das Besondere ist, ihr habt den Boden sogar verstärkt hier drin. Das heißt also, hier ist alles etwas stärker wie im Original. So praktisch die ganz große Taxi-Version. Wenn du so, ich sag mal, Taxis hast, die haben dann verstärkte Federn, die haben bessere Sitze mit drin. Die Sitzpolster sind extrem hier, ne? Die Sitzpolster sind 6. Entschuldigung, ich habe ein bisschen grippal noch mit mir zu kämpfen hier. Ja, also die Sitzpolster sind dementsprechend auch wirklich verstärkt in dieser Profi-Reihe. So, hier wird drin gewohnt, 365 Tage. Die Leute, die sowas kaufen, habt ihr schon mal Endkunden, die nur, ich sag mal, ins Camping gehen und sowas kaufen, Profi? Es gibt auch tatsächlich deutsche Kundschaft, Camper, die französischen Modelle für sich entdeckt haben. Die dann halt ja sagen, ich brauche keine Toilette, weil ich ja immer auf dem Campingplatz irgendwo bin und da habe ich ja sanitäre Anlagen. So, hau dich mal bitte in die Ecke rein, egal wie, ist mir einfach mal robben, dass wir das Ganze mal sehen, denn ich filme jetzt mal von ganz hinten. Die französischen Modelle haben nämlich einen riesen Vorteil. Sie haben eine komplett offene Blickachse, die so genial groß ist, dass du wirklich von ganz hinten bis ganz vorne komplett durchgucken kannst. Das heißt, du hast keine riesen Aufbauten in der Mitte, die jetzt irgendwie
dir das Leben schwer machen oder ich sag mal speziell im Winter, da findet ja viel drinnen statt. Du kannst dich hier bewegen, du hast Raum, du hast Platz. Das ist den französischen Modellen vorbehalten. Und Sabrina, wir haben gesagt, wir zeigen die einfach mal den deutschen Markt, weil ganz viele sagen, wenn ich das gewusst hätte, dass es solche Fahrzeuge gibt, dann hätte ich mir so eins zugelegt. Sind die nicht auf den Messen, die Fahrzeuge? Nein, die sind nicht auf den Messen. Da es ein französisches Modell ist und nicht jeder Händler sie vertreiben und vermarkten darf und kann, sind die auf deutschen Messen immer nicht ausgestellt. Und ich finde es halt auch mal wichtig, das dann da zu zeigen. So, Sabrina, geh mal bitte aufs Bett. Das ist mal schön, wenn ich das so sagen darf, denn ich zeige mal gerade die Blickachse von ganz hinten nach ganz vorne. Guck mal, wo ich das Bett einsteige. Genau. Von der Seite, ich komme ja gleich, ich will doch nur mal zeigen, wie viel Raum man hier in dem Fahrzeug hat. Wenn man hier mal zur Seite schwenkt, wenn du einmal kurz winkst, ich kann dich kaum noch sehen, da bist du hin. Das heißt, man hat irre viel Platz. Wenn man hier übrigens sitzt, das ist die Sitzgruppe hier drin, du hast Riesenfenster. Du hast jetzt nicht das tiefe Fenster hier drin in Bellini. Hier an der Seite oder doch? Ist das auch drin? Hier auf der Seite ist auch das tiefe? Nee, das ist das normale Fenster. Und das ist Sabrina auf dem Bett. Ja. Denn 1,70 Meter knapp bist du und das Bett hat eine ordentliche Länge von, ich glaube, 1,90 Meter ist die Länge von dem Bett. Ich glaube, du musst mit mir aufs Bett. Ich muss drauf. Warte mal, ich guck mal mit dir aufs Bett zusammen. Die Matratze ist irre weich. Ist das eine französische Matratze? Oder? Das ist jetzt hier in der Profiklasse auch diese dicke 25 cm Matratze. Boah, die ist irre, die zeige ich gleich mal. Dann hast du hier einen großen Schrank, der nochmal so kleine Sachen, die du direkt dann hier aus dem Schlafzimmer rausnehmen kannst. Du kannst hier rüber gucken. Guck mal hier, wie schön das ist mit der Bronze. Ah. Siehst du das? Das ist Bronze matt. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen mit der Lichtspiegelung hier. Ja, der Werkleiter, wir haben ja im Werk gefilmt, Tabat lässt sich immer wieder was einfallen, ne? Die müssen sich auch immer wieder was einfallen, das ist ja das Schöne. Sie müssen sich, aber sie müssten gar nicht. Sie können auch so sagen, hey, ich mach's so, wie wir es immer gemacht haben. Aber wenn du guckst, es sind viele Sachen, die wiederkommen. Wenn du jetzt mal guckst, mal hier die Oberfläche. Ja. So oder so ähnlich war die mal 80er, kann das sein? 80er? 90er. Ja, 90er, wie auch immer, aber es ist... Allein diese Idee, etwas damit aufzufrischen, finde ich recht gut. Das heißt, die Kombination ist es, glaube ich. Ja. Also wenn du jetzt nur das nehmen würdest, da wäre es alt. Wenn das aber jetzt hier glatt wäre, dann würdest du dich denken, oh, altbacken oder sonst was. Aber so ist es auch für die Jungen sehr, sehr ansprechend. Was ist das? Zeig mal bitte, die kann man verschieben, gell? Die Vorhänge. Das ist ein hast ganz neues System. Ein Raffroller im ja. Endeffekt auch. Und hast hier neben die Schals halt fest. So, oben drüber hast du Schränke. Französische Bett hinten. So, Einzelbetten haben wir in anderen Modellen, muss man sagen. Haben wir auch gezeigt. Aber hier hast du in französischen Wohnwagen immer ein französisches Bett, richtig? Bei den deutschen Fahrzeugen hast du meistens diese Einzelbetten, aber nicht beim Franzosen. So, die Einzelbetten fressen aber richtig Platz, muss man sagen. Und das hier ist eine sehr, sehr gute Sache. Wenn mit zwei Personen, wer mehr Platz braucht, muss ich halt einen anderen nehmen. Aber ihr sagt, kommt mal vorbei, mal Probe liegen. Also man kann sich mal reinlegen. Das ist schon, man schläft hier wie Gott in Frankreich. Du hast ja hier auch immer meistens diese Philosophie, einer muss über den anderen drüber steigen. Guck, ich kann ja trotzdem jetzt hier gucken, dass ich hier irgendwo rauskrieche, kann leicht am Bett vorbei. Schaufenster nehmen wir jetzt mal noch mal gerade mit, sehr tief. So, jetzt kommt es aber noch besser. Das Bett, ich weiß nicht, ob es hier gibt, gibt es auch in kompletter Breite, oder? Das ist einmal diese Option Bett Wand zu Wand. Und durchschauen. Und durchschauen. Was wir eben erwähnt hatten, französischer Blick. Da muss man halt dementsprechend einen Sonderbau bei uns anfragen. Mal gucken, was umgesetzt werden kann. Okay, das heißt, ihr könnt das modifizieren. Genau. Hier siehst du die typische Ausstattung, die ich ja schon kenne. Das ist der Stromboiler. Da wird warmes Wasser mitgemacht. Das Volumen, was kann der? 14 Liter. 14 Liter. Das heißt, man kann ihn richtig heiß machen. Hier vorne ist der Anschalter. Und wenn der läuft,
Das ist hochinteressant. Dann dauert es ein bisschen ungefähr zum Aufwärmen, habe ich immer gebraucht, so gute 10 Minuten. Dann war er heiß. Richtig. Und der Stromverbrauch ist dann extrem gering, weil er ultra isoliert ist und er hält ja die Wärme sehr gut. Genau, ne? Und dann hast du dein Mischwasser. Ne? Ja, ja, auch hier, keiner duscht ja mit dem ganz heißen Wasser von 60 Grad, das da dann zum Teil rauskommt. Fußbodenerwärmung, gibt es sowas? Da gibt es auch Fußbodenerwärmung. Ist das auf Wunsch? Wird das oft mitbestellt? Es ist bei Typen abhängig. Deswegen, mich hatte ja schon mal jemand festgenagelt gehabt, weil wir das in den Videos erwähnt hatten. Bitte fragt uns an und dann entscheiden wir dementsprechend. Man hat sehr schnell irgendwas gesagt, was man nachher dann nochmal revidieren muss. Was du bereut hast dann. So, hier ist jetzt offen, hier kann man gar nicht zumachen. Doch, kann man. Es gibt nämlich einen Vorhang hier, guck mal. Genau. Und zwar ist es hier nur so eine Jalousie. Denn die meisten Franzosen machen gar nicht zu. Jawohl. Das ist bei denen... Du hättest hier durch diese Welle unheimlich Platz im Schlafbereich. Hier hinter mir noch sogar. Mit Bad. Da ist es hier mit Bad, genau, ja. Hinten dran aus. Und nach vorne hin. Also so. Das ist durch den Winkel, finde ich, eigentlich recht gut gelöst. Ziemlich genial ist hier die Dinette. Das kennt man aus Amerika. Das heißt, du kannst hier diesen Schlafbereich, den kannst du dauerhaft zum Beispiel zum Bett umgebaut lassen im Sommer. Wenn jetzt zum Beispiel 4 Leute hier bequem schlafen wollen, trotzdem kannst du noch essen gehen, frühstücken. Du hast deinen eigenen Bereich. Ja, korrekt. So, setz mal rein, bitte. Das ist nicht für Kinder. Kann ich den Bereich umbauen zum Bett? Hier? Du könntest jetzt hier sogar noch drauf schlafen, ja. Das würde gehen. Also eine Person könnte hier noch schlafen. Das heißt, mit 3 Personen könnte man hinten die Runzelsgruppe lassen, könnte hier ein Bett machen für ein Kind zum Beispiel. Oder auch für einen Erwachsenen, geht auch. Du kannst auch als Erwachsener noch drauf schlafen, genau. So, Bad bitte mal zeigen. Hochglanz, da muss ich mich mal dran gewöhnen, muss ich ehrlich sagen. Denn die Mischung, es ist nicht nur Hochglanz. Ihr habt Elemente in Hochglanz und ganz viele Sachen im Matt. Ja, das ist korrekt. So, hier haben wir Matt. Hier haben wir auch diese Dusche zum Teil schon umgebaut. Dass wir hier sogar noch ein, die Franzosen sagen, ein Lavabo mit eingebaut haben. Ein Waschbecken. Mhm. So, das geht. Das heißt, ihr könnt noch ein Waschbecken einbauen. Dann haben wir das dementsprechend mit Tappert geklärt. Dann kommt der Waschraum hier raus. Und wir haben Ansprechpartner, die uns dann noch ein Lavabo einbauen. So, ansonsten kommt hier nämlich... hier kommt unter Umständen auch ein Porta-Potty rein, wenn es für die Deutschen benutzt wird, für Kinder. Die Deutschen, eine Toilette und ein Waschbecken. Das geht. Mhm. So, aber man kann ihn auch so kriegen, wie er hier ist, mit der großen Dusche. Wenn du mal ganz kurz reingehst, sei mal so nett. Das ist eine Option jetzt. Dusche mit 14-Liter-Boiler oder Dusche mit BN10-Boiler, Gas-Elektro-Boiler. Das geht auch. Das ist in dem Moment eine Option hier. Wenn du den serienmäßig bestellst, hat der ein Waschbecken. Und in der Dusche. Okay. Fertig. Habe ich schon mal gesehen. Also der, so, dann hast du irre Platz. Also es ist unglaublich. Dusche. Erst heißt das Komfort-Dusche. Bitte einmal drehen. Das ist. Drehen und machen wir nochmal. Machen wir zu. Duschwand. Hier ist Duschwand raus. Boah, da werden jetzt ganz viele Wohnmobil-Fans werden jetzt ganz neidisch. Gut, der Nachteil ist natürlich, ich muss ihn an- und abhängen und so weiter, klar. Aber der Vorteil ist, wenn ich mal stehe, dann habe ich das Auto vorne weg und kann es benutzen. Ja. Ich bin flexibel. Ja, bin flexibel. Große Dusche mit drin, das ist wahrscheinlich eine Saugpumpe, die hier verbaut ist, wie man das kennt aus dem Camping. Du hast die Heizung meistens, warte, lass mal gucken, was hier verbaut ist. Ja, da ist die ganz normale Gasheizung. Der Vorteil ist, die funktioniert sogar... wenn der Strom überhaupt nicht da ist. Das heißt, du brauchst überhaupt keinen Strom, um warm zu kriegen. Nein, du solltest dir nur Strom haben, wie wir eben schon mal angesprochen haben, 12 Volt, damit du überhaupt die Zündung vonstatten bekommen kannst. Und dann die Piezo-Zündung. Auf Gas. Ja, weil früher hast du ja hier gehabt, so tak, 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 tak. Ja, das gibt's nicht mehr. Okay, das heißt, du hast da vorne... das Thema Ventilation. Ihr habt den Truma Vent meistens eingebaut. Das ist so ein Ventilationssystem von Truma, was getrennt ist. Das ist hier, Bedienfeld ist mit drin. Die Lüfter, ja. Okay, cool. So, da ist der Kleiderschrank. Oh, der Doppeltüren. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das heißt, also hier oben hast du Antenne. Ich habe übrigens hier immer meine WLAN-Außenantenne dran gemacht oder eine LTE-Antenne. Ja, hat den Router hier dran. Musst du dementsprechend wählen, mit einem geraden Antennenmast oder ob du einen Gelenkmast haben willst. Dann hast du hier unten noch die Funktion, dass du deine Antenne oben ja dann auch drehen kannst. Das heißt, du kannst satt ausrichten mit der. Genau. Cool. So.
hier siehst du, da ist auch eigentlich noch ein Licht. Wenn man das hier rauszieht, das machen wir jetzt nicht, weil ich weiß nicht, wann er aus ist. Das ist eine Batterie. Und dann hättest du noch eine Innenbeleuchtung von deinem Kleiderschrank. So, Klimaanlage mit drin. Der hat sogar der Bellini in der Bellini-Klasse, nicht als Profi, ab 570 tatsächlich die Klimaanlage an Bord. Beim Profi musst du dazu wählen. Genau. Und jetzt wollte ich dir gerade noch mal kurz so die verschiedenen Optionen hier auf der Seite, weil wir haben ja immer in den französischen Modellen manchmal so Umbaumaßnahmen, die wir umsetzen können. Würde ich hier gerne noch mal kurz für unsere Zuschauer sagen, wo wir uns so technisch, sage ich jetzt mal, befinden. Was wir da noch machen können, das habe ich dir ja gesagt gehabt, zum Beispiel dieses Waschbecken in der Dusche dann in dem Moment. Es gibt hier die Möglichkeit, eine 190er Couch, also 1,90 Meter Couch hier hinzufahren, statt dieses Element. Eine Couch? Eine Couch, eine Klappcouch. Okay. Dann haben wir die Möglichkeit, wie gesagt, Bett Wand zu Wand zu wählen, was wir schon mal hatten. Dann habe ich Kleiderschrank statt die Kommode hier. Also hier kann ich einen Kleiderschrank noch hinbekommen auf die Breite. Vielleicht zeigst du das mal unseren Zuschauern. Also das ist die Kommode, das heißt, die geht dann von oben bis unten hoch. Dann geht das hier weg, aber da ist die Grundvoraussetzung, dass ich das Bett Wand zu Wand wähle. Und dann habe ich hier einen Kleiderschrank, weil ich brauche den halt für den Kleiderschrank an dem Bett. Okay. So, das heißt, Bett Wand zu Wand wäre denn die ganze Breite vom Fahrzeug hier sind 240, 250? 250 ist der Innenraum vom Nutzen her. Aber Bett Wand zu Wand heißt denn, das Bett hat 220 oder so? Das hätte um die 230, sage ich jetzt mal, irgendwo was. Weil der Innenraum ist ja 234, aber mit Hinterlüftung und so weiter, also 220 so ungefähr irgendwo in die Richtung. So, dann habe ich die Möglichkeit, belgisches Paket wäre dann in dem Moment, dann würde hier hinkommen ein kleiner Schrank, dass ich das Fernseher draufstellen kann und hier oben durchgängig noch klappen. Ah, okay. Ja, das heißt, das wäre dann komplett offen. Das heißt immer, das ist hier komplett offen, dann ist das hier. Die Wand wäre weg, ich habe dann komplett die Blickachse offen, aber schon hier, wenn ich mal kurz hinten reinsetzt, sei mal so nett. Das ist irre, wie viel Platz du hier in dem Wagen hast. Dann könntest du komplett durchgucken, dann hätten wir hier neben den Steher nicht. Und dafür ist aber auch dann halt, damit ich den kleinen Schrank bekommen kann und oben die Staufächer dann das Bett Wand zu Wand Maß geben, sonst bekommen wir keinen Halt. Krass, und all das war nicht auf der Messe zu sehen. Das heißt, diese Grundrisse sind speziell den französischen Modellen vorbehalten. Ihr seid der Spezialist für Doppelachser-Modelle, die auf der Messe stehen, die verkauft ihr meistens nicht. Es sind die französischen Versionen, ne? Die verkaufen wir auch, aber es ist halt wirklich bei uns die, wir sagen immer, die Profiklasse, Schausteller, Gewerbetreibende, die einfach da drin wohnen, leben, das ganze Jahr, 365 Tage im Jahr. Die brauchen ja einfach den Platz. Aber was für die gut ist, das ist doch für den normalen Camper nicht zwingend schlecht, oder? Auf Platz. Auf keinen Fall. Hier haben wir jetzt eine Klappe. So haben wir das ja gesagt, machen wir beim Puccini dann auch. Da hast du eine ganz andere Möglichkeit, verschiedene Sachen anstatt eine Schublade. Dann schwere Sachen. Ja. Sag mal, dürft ihr diese Fahrzeuge auch an normale Endkunden verkaufen? Also heißt, wenn ich jetzt komme, sehe das hier so als Camper, sowas kann ich auch kaufen, ne? Sicher kannst du sowas auch kaufen. Ist das jetzt, ich habe gehört, die Lieferzeit rund ein Jahr für die Fahrzeuge. Ihr habt auch nicht so viel im Vorlauf. Man sollte sich da schon gut überlegen. Nehmt ihr auch welche in Zahlung, Fahrzeuge? Wir nehmen auch Fahrzeuge in Zahlung. Wir haben auch immer in der Vororder. Aber tatsächlich sind wir ja dieses Jahr auch schon für Düsseldorf zum Teil gekommen und hatten alle Fahrzeuge verkauft und gehen jetzt tatsächlich schon auf das Modelljahr 2023. Auch Tappert ist dementsprechend mit seinen Produktionseinheiten echt so, der neue Dometic-Kühlschrank ist drin als AES-Version mit Gas, beidseitig zu öffnen. Das war lange Zeit im Wohnwagen nicht möglich bei Tabat. Und mittlerweile hat man gesagt, der alte große Kühlschrank ist rausgeflogen zugunsten jetzt dieses Kühlschranks. Der alte war breiter, muss man sagen. Das hatte auch Vorteile. Breiter, aber am Gesamtvolumen machen die sich, glaube ich, 10 Liter rum irgendwo was aus. Etwas kleiner, ne? Mhm. So, jetzt hast du über Staufächer, hier ist noch Elektrik drunter.
Nimm mal kurz mal rechts zeigst, was man da noch so sieht. So, dieses Bett kann man nämlich umbauen zum Bett. Das ist mein Portemonnaie. Zum Bett umbauen, genau. So, und da ist das Autarkie-Paket dabei. Das ist Serie beim Bellini? Nee, das musst du zu bestellen. City Wasser? Also das hier sieht auch aus, wie wenn das der große Wassertank halt wäre. Hat wie viel? 60? 70 hat der. 70 Mann. Liter. Okay, cool. So. Und City Wasseranschluss, um deine Frage zu beantworten. Ja. Haben wir das auch mal gezeigt? Sabrina, komm. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Meinst du, wir werden nicht zum Spaß hier? Sonst macht das doch immer Spaß. Ja, das ist nur so, wenn wir halt 10 an einem Tag drehen müssen und die Leute schon mit den Hufenscharren da draußen dich schon fragen, wann kommen die neuen französischen Modelle 2022? Und es ging ja nicht früher. Man muss sagen, ich habe so oft angerufen bei dir, wann du Zeit hast. Ihr seid voll unter Strom, oder? Ja, wir hatten auch das Problem, dass wir dann Fahrzeuge haben mussten, damit wir mit dir drehen können. Und da waren wir leider etwas auch im Lieferverzug. Du hast doch gesagt, ich muss heute kommen, denn alle Fahrzeuge, die wir heute drehen, sind nächste Woche Dienstag nicht mehr da. So, weil die gehen aus. Wirklich also Schlag auf Schlag wie im Taubenschlag hier draus. Ihr habt, glaube ich, gestern 8 Fahrzeuge ausgeliefert. Ja, das ist so unser Tagesrhythmus. 8 am Tag. Im Moment. So, komm, wir gehen mal kurz raus, machen Abmoderation. Das ist er hier und du sagst mir mal bitte noch mal ganz genau, wie der schöne Wagen heißt. Das ist der Bellini. Der Bellini 640 Profi in dem Moment. Es ist eigentlich ein deutsches Fahrzeug. Das ist ein deutsches. Eigentlich ein deutsches. Aber Fahrzeug. Ohne Klo muss man sagen. Gibt es auch Wunsch auch mit Klo, oder? Das heißt genau der gleiche? Nee. Nein, das war das, was ich dir eben gesagt habe, mit dem Waschbecken und der Dusche. So, komm, jetzt schauen wir uns noch einmal ganz kurz die andere Seite an. Auch in sauber. Ja, jetzt stelle ich nicht so an. Ein kleines bisschen Verlust ist immer. So, das heißt, wenn wir die drehen wollen, den Leuten zeigen wollen, das sind die 2022er Bellini-Modelle. Profi ist viel teurer eigentlich? Profi fängt in einer hohen Kategorie an, ja, richtig. Und die normale Serie liegen wir so ab 32 aufwärts. Ja, ich spreche aber hier Nutzungsdauer durchaus 30 Jahre, hast du mir erzählt. Also ist selten, also dass die im Profibereich denn länger wie 10 Jahre genutzt werden, aber dann kriegen sie meistens dann einen zweiten Besitzer, muss man sagen. Dann kriegen sie einen dritten Besitzer. Also die werden kaum, ich sag mal, weggeworfen, oder? Die werden kaum weggeworfen, jawohl. Ja, wir sind in Idar-Oberstein bei AMC Schmidt. Die Sabrina kennt ihr ja schon aus vielen anderen Videos, unter anderem in Düsseldorf. Ihr seid nicht auf der auf der Stuttgarter Messe, ja. Leider, oder? Nein, ja, leider ist es immer, da ist ein Herzblut echt dabei, aber wenn entschieden wird, dass es nicht stattfindet, müssen wir uns der Sache dementsprechend anpassen. Wäre schön gewesen, wenn wir euch gesehen hätten, aber wir sind auch per Telefon, WhatsApp, das klappt heute auch, digital unterwegs. Ja, wir sind in Idar-Oberstein, das liegt an der Nahe, ungefähr in der Nähe, so zwischen Saarbrücken und Bad Kreuznach, ist das so die grobe Richtung? Bad Kreuznach, genau. Okay, nahe des Saarlandes, also ich bin von Saarbrücken aus gefahren. Wie lange bin ich gefahren? 1:10 ungefähr. Das passt, ja. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, 17. Dezember. AMC Schmidt, der Bellini in der Profi-Variante. Tschüss.